Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Freut mich, dass ihr mit am Start seid. Es geht wieder weiter nach der Pause, liebe Freunde. Wir sind beim Kahlen Berg, haben Theklas Prüfung bestanden und machen uns jetzt auf den Weg nach oben. Komm, Ciri, komm. Der Letzte der Auserwählten wird nun den Gipfel erklimmen, um den Herrinnen zu begegnen. Möge das Fest beginnen und bis zum Morgen währen. So, da ist er. Geh voran, Marika. Wohin deswegs? Auf den Berg, Junge. Irgendwas ist los. Irgendwer kommt. Aha. Der Hexer kommt. Der Hexer und Ciri. Der Klatscher von Skellige. Der Prügelmeister von Novigrad. Gewindmeister. Ein geringerer. Ja. Und endlich können wir da durch, Freunde. Endlich können wir zu dem Fragezeichen. Ich freue mich ja so. Kurz mal das Schloss gestreichelt. Verzeihung. Können wir jetzt? Mädchen. Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich bin der Herald. Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst Münzchen. Du das? Der Orden der Verächterin. Ein Todesurteil. Was? Okay. Komm her, Junge. Lass mal dein Feuergespucke. Zack, 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 zack. Feierabend. Ziemlich harter Kerl. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich suche Imlerit, du die Mumen. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlerit. Na gut, spielen wir drum. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt, wir spielen nochmal. Nee, das zählt. Das Schicksal hat entschieden. Imlerit ist gefährlich. Ich kümmere mich um ihn. Auf gar keinen Fall. Ich steig auf den Gipfel. Du beschäftigst die Mumen. Kaum eine Herausforderung. Sie sind sehr gefährlich. Sei vorsichtig. Du auch. Oh. Ich muss da runter. Und wir spielen Ciri. Sehr schön. Die hat wahrscheinlich keine Katze im Gepäck. Aber ein bisschen sehen wir ja noch. Suchen. Mist. Ich muss wohl springen. Aha. Ui. Machen wir einfach nochmal, Freunde. Ui. Das hat ja kein Geräusch gemacht. Die scheint nicht viel zu wiegen, die Ciri. Mal hier. Glänzen.
Willkommen, Kind vom älteren Blut. Wir wussten, du würdest zurückkehren. Dein Geschmack liegt noch auf unseren Zungen. Genug geschwätzt. Ui. Du stirbst heute. Ach du Scheiße. Okay, kurz recovern. Hättet ihr nicht in der anderen Gestalt bleiben können? Wäre ein bisschen ansehnlicher gewesen. Was habt ihr denn hier Schönes gekocht? Schöne Borscht. Oh Gott. Ui. Du wirst sterben. Nein, ihr werdet sterben. Zack, zack, zack. Oh. Niemals. Kommt dran hier. Böses Mädchen. Kommt her. Zack, zack, zack. Du wirst sterben. Hier und jetzt. Niemals. Ihr Räudigen. Du sterbst heute Nacht. Shit. Immer rauf! Böses Mädchen! Böses! So, kurz recovern. Okay, Freunde, wir teilen gut aus, wir teilen gut aus. Alter, dieser Effekt auf den Stimmen ist so geil, das klingt so unheimlich. Oh, shit. Sind schon ein paar räudige Figuren, ne? Und vor allem dieser Arm, der bei der einen aus dem Beutel hängt. Kann die den nicht endlich mal irgendwie kochen oder so? Stinkt doch schon mittlerweile. Aber vielleicht ist genau das das Ziel. Wie so ein Harzer. Muss richtig schön mucken, Junge. So was ist nur, ey. So, was haben wir denn hier eigentlich noch? Ruft ein Feuerball herab, der ein bestimmtes Gebiet einnimmt. Das können wir natürlich auch mal machen.
Warum funktioniert das Amulett von Triss nicht? Sehr starker und schneller Angriff, der Gegner umwerfen kann. Na komm. Geht auch ohne Amulett. So, die Brauerin haben wir gleich. Feierabend. Jetzt kommt die Weberin. Komm her. Du stirbst heute Nacht. Das ist die verrückte Katzenlady. So. Jetzt noch die Flüsterin. Ach, verdammt. Jetzt noch die Weberin. Komm her, Mädel. Ih, krabbel mal nicht so. Du eklige! Geschafft, Freunde! Imlerit ist bestimmt auf dem Gipfel. Eine konnte noch entkommen. So, ich markiere mir sofort das Fragezeichen, Freunde. Ein Ort der Macht. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja. Ja. Jawohl, Freunde, wir haben das Fragezeichen endlich gefunden. Oh, hier lang. Die Schwestern sagten, du würdest kommen. Sie haben es auf dem Wasser gesehen. Das Mädchen haben sie nicht gesehen. Aber sie ist mit dir gekommen, oder nicht? Ich bin allein hier. Ist es gut, ihn anzulügen? Ich weiß es nicht. Was würde das bringen, ihm zu sagen, dass ich alleine hier bin, weil am Ende, wenn Ciri dazukommt, was sie ja wird, denke ich mal, später. Aber es... Ach Mann! Ich bin alleine hier, komm, komm, wir versuchen's. Ich bin alleine hier. Eine Lüge, die nichts ändern wird. Okay. Aber es wird nichts ändern, hat er erst gesagt. Du, dann sie. Komm mal ran hier.
Ja, setz mal deinen Schinken auf, Junge. Jetzt geht's richtig rein auf die Backen, Junge. Komm her mit deinem Schlägel. Bam, Junge. Ah. Okay, pass mal auf, weißt du was? Für dich. Zack. Und wie war das? Magische Falle, Schutzschild. Shit. Komm her. Hat aber einen festen Schild, Junge. Da vielleicht ein bisschen Art, Junge. Zack. Okay. Igni? Aua. Komm schon. Komm schon. Komm her. Drückt ihn wahrscheinlich auch nicht so sehr. Da haben wir ihm richtig gegeben, Junge. Komm her. Aua. Horn drauf. Boom, 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 boom. Ja, lass mal liegen, genau. Ah, okay. Verstehe. Scheiße. Komm, Junge, jetzt kassierst du. Es ist Feierabend. Alter. Alter, der kann aber auch einiges, so muss man mal sagen, ne? Wer hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Der Hexer, den du erschlagen hast. Wir haben's geschafft. Gerade so. Wie lief's da unten? Ich habe nur zwei Dämonen getötet. Die dritte ist geflohen. Mit Wesemirs Medaillon. Meinem einzigen Erinnerungsstück. Junge, Junge. Gute Idee herzukommen. Du hast Wesemir gerecht. Wir hatten Glück. Großes Glück. Gefällt mir alles drei nicht so richtig gut, aber... Du hast Wesemir gerecht. Avalach sagt, Rache ist nur dann süß, wenn sie kalt serviert wird. Er hat Unrecht. Jetzt müssen wir noch Eredin finden und töten. Ein Urin für deine Gedanken. Ein Was Urin? Soll ich nur Yennefer sagen, wenn wir wieder in Novigrad sind? Sag ihr die Wahrheit. Immer. Ob Triss und Yennefer die Zauberinnen der Loge gefunden haben? Wir sollten wieder zu ihnen stoßen. Ja, gehen wir. Noch nicht. Nicht so schnell. Ich bin alt. Ich muss mich erst ausruhen. Hm. Das bist du und das sollst du. Lass uns noch etwas bleiben. Oh. Will ich mich aber da oben nochmal umgucken, Freunde. Nee.
Gibt's denn hier noch was Schönes? Hm? Kleinigkeit? Kleine Kiste oder so? Tja. Ich glaube, wir können losmachen, Freunde. Gibt's sonst nichts weiter. Hier geht's dann wieder runter. Ah, ich glaube, wir können los, Freunde. Ciri! Ciri, wir machen los. Komm. Also, auf nach Novigrad? So sieht das aus. Ja, lass uns gehen. Gehen wir. Abflug. Die Eiche ist tot. Die Eiche, die Mumen. Ich fürchte, das war euer letztes Fest. Und unsere Eicheln? Könnt ihr mal schön waschen. Was? Was? Ihr müsst lernen, ohne sie zu leben. Eure Eicheln? Keine Ahnung, ist mir auch gleich. Ihr müsst lernen, ohne sie zu leben. Dies ist kein Niemandsland mehr. Es gehört nicht mehr den Herrinnen. Es gehört euch. Aber was sollen wir jetzt machen? Komm, Geralt. Es ist Zeit. Lebt für euch selbst. Schön. Wieder im schönen Novigrad, liebe Freunde. Das sind Anderlinge. Ich dachte, die Jäger und die Tempelwache wären hinter Magiern her. Die Magier sind weg. Die Jäger brauchten neue Beute. Werden niemals verschwinden. Und bei Hexenjagden wird es niemals um Hexen gehen. Es geht nur darum, einen Sündenbock zu finden. Die Menschen haben schon immer das Unbekannte gefürchtet. Als alle Magier aus Novigrad verschwunden waren, richteten die Leute ihren Zorn gegen Anderlinge. Und wie sie es seit Jahrhunderten tun, erklärten sie ihre Nachbarn zu ihren ärgsten Feinden. Rittersporn, füll die Krüge! Wir haben Gäste! Geralt, Ciri. Als ich hörte, dass Geralt dich gefunden hat... Ich freue mich auch, dass du sicher bist, Rittersporn. Wo seid ihr beide gewesen? Wir haben Imleri zur Strecke gebracht. Wir haben die Mumen von Velen, den General der wilden Jagd, zur Strecke gebracht. Nun, ihr hattet einen ziemlich ereignisreichen Morgen. Ihr seht wirklich schrecklich aus. Ihr solltet euch ausruhen. Gute Idee. Zeigst du mir mein Zimmer? Natürlich. Komm, kleine Schwalbe. Ich bring dich hin. Wir treffen uns später, Geralt. Ich muss noch was erledigen. Ich mach mich frisch und warte am Platz in Gildorf auf dich. Gut. Sind denn die Zauberinnen? Ist etwas Besonderes passiert? Ist außer uns noch jemand hier? Triss und Jen sollten die übrigen Mitglieder der Loge der Zauberinnen zusammenrufen. Sie arbeiten daran. Triss ist oben und wartet auf dich. Yennefer ist bei der Krüppelkarte. Jen? In der Spelunke? Warum? Sie hat es mir nicht gesagt. Stell dir vor. Ah, und dein Elf ist in der Rubin-Suite.
Ich soll dir sagen, dass er auf dich wartet. Alter, jeder wartet auf mich. Du hast ihm das beste Zimmer gegeben. Nein, komm, danke, bis später. Danke. Sieht so aus, als hätte ich einiges zu erledigen. Oh, ey. Hilf Yennefer, hilf Ciri, hilf Triss, lieber zu befreien. Ja, wir haben wieder einiges zu tun, Freunde. Aber tatsächlich auch nur das, ne? Ich will endlich mit Trish reden wegen der Statue. Ich versuch das mal als erstes. So, hier ist aber... Avalach? Nee, mit ihm... Ach, hier. Grüß dich, Triss. Bist du verrückt geworden? Ihr habt ganz alleine Imlerit verfolgt? Zum Sabbat? Mhm. Wie konntest du Ciri in solche Gefahr bringen? Naja, ach so, Das hätte ich nicht tun sollen. Tut mir leid. Komm. Es ist gut ausgegangen. Aber es hätte auch anders enden können. Ich weiß. Aber Imlerit ist besiegt. Das zählt. Außerdem war ich die ganze Zeit über da. Ich hatte alles unter Kontrolle. Können wir bitte das Thema wechseln? Wir sahen brennende Scheiterhaufen. Anderlinge. Auf dem Weg in die Stadt kamen wir an brennenden Scheiterhaufen vorbei. Mit Anderlingen. Es wird jeden Tag schlimmer. Hier sind keine Magier mehr übrig, sodass sich die Jäger andere Opfer suchen mussten. Wir müssen alles so schnell wie möglich erledigen und aus Novigrad verschwinden. Wie geht es voran mit der Loge? Hattest du Erfolg mit der Loge? Will uns jemand helfen? Sieht nicht gut aus. Ida hat abgelehnt und Francesca möchte im Krieg ihr kleines Reich nicht verlassen. Oh. Ciri. Von Fringilla wissen wir es nicht. Wir konnten sie nicht kontaktieren. Keira kannst du auch streichen. Ich hoffe, dass wir Philippa und Rita noch rechtzeitig finden. Wo sind Philippa und Margarita? Keine Sorge, das werden wir. Weißt du, wo sie sind? Yennefer sucht nach Rita. Und ich versuche herauszufinden, wo Philippa steckt. Weiß Yen, wo Rita sich aufhält? Weißt du, was Yen herausgefunden hat? Da musst du sie selber fragen. Ich war mit der Suche nach Philippa beschäftigt. Hast du etwas über Philippa herausgefunden? Und? Hast du was herausgefunden? Einiges, was interessant sein könnte. Willst du die lange Version oder die kurze hören? Komm, die lange. Ich will alles hören. Erzähl mir alles. Ich möchte alle Details wissen. Alles. Nachdem Philippa aus Lokmolin geflohen ist, kam sie nach Novigrad. Sie suchte Hilfe bei einem früheren Liebhaber, dem Zauberer Arthur de Fleester. Philippa und ein früherer Liebhaber. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Geschichte nicht... Ich will nochmal ganz kurz, Freunde, es tut mir leid, dass ich unterbreche, aber die Musik ist doch ein bisschen sehr laut. Warum ist sie auf 100? Hab ich die auf 100 gestellt? Philippa hat mal einen Trottel aus ihm gemacht. Arthur wollte sich rächen. Er hat sie überzeugt, dass sie als Eule am sichersten wäre. Sie hat sich verwandelt und er hat ihr ein Dimeritiumband am Bein angebracht. Kurz danach fing die Hexenjagd an. Leider fiel Arthur ihr zum Opfer. Sein Besitz wurde versteigert. Und wie es der Zufall wollte, kam ein uns wohlbekannter Zwerg zufällig bei dieser Auktion vorbei. Sollte. Philippa ist die ganze Zeit unter unserer Nase gewesen? War wohl eher. Sultan hat sie vor einigen Tagen bei einem Kartenspiel verloren. Das darf nicht wahr sein. Du machst Witze, oder? Leider nicht. Ein Mann tauchte auf, nahm Sultan ordentlich aus und schlug dann vor, um die Eule zu spielen. Natürlich hat er gewonnen. Er bedankte sich höflich bei Sultan und verschwand wieder. Wer war das? Weißt du, wo er wohnt? Er ist nicht von hier. Keiner kennt ihn. Na, großartig. Haben wir eine Spur? Wir haben das hier. Okay. Eine Feder der Eule Philippa. Denkst du an Divination? Genauer gesagt an Hydromantie und eine Art Sortilegium.
Wir brauchen einen Brunnen, an dem wir ungestört sind. Wir treffen uns dort. Eigentlich können wir es sofort machen, aber ich kann die ganze Zeit nicht mit ihr sprechen, ne? Wegen der anderen Quest. Komm. Der vor dem Passiflora müsste passen. Gute Idee. Gehen wir. Okay, let's go. Da sind wir. Schön ruhig. Wir müssten ungestört sein. Fangen wir an. Beobachte die Wasseroberfläche genau. Uns darf nichts entgehen. Kram et wir. Obe hier megene afeilte. Kram et wir. Ja, dies Kerle ist Küchin alte Kliet. Kommt mir bekannt vor. Ein Badehaus. Ich kenne es. Dijkstra. Dijkstra. Das ist sein Badehaus. Hätte ich mir fast denken können. War das die Vergangenheit oder die Zukunft? War das die Vergangenheit oder die Zukunft? Die jüngste Vergangenheit. Wir müssen uns beeilen. Zum Badehaus gehen wir. Los, zum Badehaus. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Na los. Triss, übrigens, Nun? Nun? Okay, sie will nicht. Tja, Freunde, vielleicht ist auch diese Quest verkackt. Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Hoffentlich hat Dijkstra ihr noch nichts getan. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch Dijkstra, dem was getan wurde. Unwahrscheinlich. Dijkstra hat ihr nie verziehen, dass sie ihm Meuchelmörder auf den Hals gehetzt hat. Und Philippa ist zweifellos geschwächt. Geschwächt mag sie sein, aber sie ist trotzdem eine mächtige Zauberin. Wenn Dijkstras Männer ihr das Demeritium abnehmen, tötet Philippa sie, bevor sie Ach du Scheiße sagen können. Oh, verflucht! Aufpassen! Sie scheinen Philippa unterschätzt zu haben. Ich spüre starke Magie. Erhieb dich! Das hier ist ein Labyrinth, Hexe. Du wirst niemals rausfinden. Verdammte Schwachköpfe! Ihr nach! Wir kümmern uns um sie. Oh nein, nein, nein! Die Zauberin bleibt hier. Triss bleibt bei mir. Wir gehen zusammen. Auf keinen Fall. Schon gut, Geralt. Ich bleibe, falls sie auf diesem Weg fliehen möchte. Bin gleich wieder zurück. Oje, muss ich jetzt gegen Dijkstras Mannen kämpfen, oder was? Sie ist verdammt. Sie hat sie verzaubert. Na, kommt mal her. Tötet den Hexer! Naja, versucht's mal. Tötet ihn! Er ist einfach zweimal gestorben. Philippa! Ja. Schwupp! Philippa, warte! Ich bin jetzt dein Meister. Du beschützt mich. Verstanden? Oh nein. Oh nein. Bleib hier stehen und lass niemanden vorbei. Bleib hier stehen. Niemand vorbei. Oh Mann, der Arme. Mehr, Junge. Haltet euch die Augen zu! Du bist so gut wie tot! Auf jeden. So. Haben wir den hier noch schön? Stecken wir alles ein. So, komm. Wo bist du? Wart! Hexer nicht vorbei. Schöner Vogel sagt nein. Verdammt, sie hat ihn auch verzaubert.
Ich möchte ihr helfen. Sie ist verletzt. Hast du das nicht gesehen? Ich will ihr helfen. Vogel sagen, niemand vorbei. Bart, niemand vorbeilassen. Bart. Hast du schon mal Bauchschmerzen gehabt? Schmerzen? Ja, Bart, einmal alter Ertrunkener essen. Ihr Bauch tut ihr so weh, als hätte sie 100 alte Ertrunkene gegessen. Bart nicht wollen! Ertrunkener schlimm Schmerzen. Genau. Lass mich durch. Ich kann ihr helfen. Bart dich lassen. Hexer helfen. Das ist richtig, Bart. Richtige Entscheidung. Warum ist sein Arsch so hervorgehoben? Was ist da? Ich will dir helfen. Heißt das nicht, dass wir da was hören können? Vielleicht? Das kannst du vergessen. Den unschuldigen Bart mit reinziehen, hä? Hat er dabei Asche? Ja, damit. Asche. Nehme ich. Ich werde dir nichts tun. Schwachsinn! Ich will dir helfen. Verzeih mir, aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Uiuiui. Das kann doch nicht wahr sein. Es kann gut sein. Es kann. So, jetzt komm her. So, was ihr sehen? Triss wartet beim Ausgang. Warum ist es plötzlich so still? Ich weiß nicht. Soll ich jetzt da hoch oder was? Okay. Ah, ja. Jeder so. Blinde kennt besser. Wie bitte? Hör auf, dich zu winden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du schon lange tot. Was willst du? Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ich brauche deine Hilfe. Wenn du lügst, werde ich... Ruhig, das habe ich nicht vor. Triss wartet draußen. Sie erklärt dir alles. Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir. Dingster, nee. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Ich brauche sie zurück, bevor ein Unglück geschieht. Ich weiß, ihr wart zusammen, aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt für einen Ehekrach. Aber er ist perfekt, um eine offene Rechnung zu begleichen. Philippa wird mit mir kommen. Und für ihre Nettigkeiten bezahlen. X3, ich will dich nicht umbringen müssen. Wenn du uns in Ruhe lässt, verrate ich dir, was der Kaiser von Nilfgaard vorhat. Du wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was? Die weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück. Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cyrilla! Unmöglich. Das könnte den Kriegsverlauf wenden.
Vorausgesetzt natürlich, du irrst dich nicht. Der Kaiser hat es mir selbst gesagt. Die Information ist aus erster Hand. M hier ist ein verlogenes Schwein. Wenn es um die Zukunft seiner Tochter geht, das bezweifle ich. Du hast keine Ahnung, wie wichtig diese Information ist. Ein Wechsel auf dem kaiserlichen Thron. Das könnte den Krieg beenden. Radovid dürfte entzückt sein. Wenn M hier zum Rückzug bläst, wird niemand mehr da sein, der diesen Irren aufhalten könnte. Vor allem angesichts unseres verdammten misslungenen Plans. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du es schaffst. Radovid ist verrückt, aber kein Trottel. Er weiß nur zu gut, dass es Dutzende gibt. Sei still. Verstehe ich dich recht? Du willst Radovid töten? Wirklich, Sigi? Ich bin beeindruckt. Hab schon bezweifelt, dass du es noch drauf hast. Leider hat Radovid Zuflucht auf seinem Schiff gesucht, wie du wohl weißt. Er wird so gut bewacht, dass ich nicht staunen würde, wenn er sogar das Bett mit zwei Wachen teilt. Du weißt zu viel, Phil. Noch ein Grund, warum du sterben musst. Hey, hey, hey. Lass sie reden. Vielleicht solltest du sie mal anhören. Ich schätze, Philippa verachtet Radovid mindestens so sehr wie du. Ich bin froh, dass endlich jemand außer mir auf die Idee gekommen ist, die Welt von diesen Degenerierten zu befreien. Spar dir dein Lob für andere. Mich schert es nicht. Derzeit gibt es nur zwei Personen, die Radovid von seinem Boot holen können. M hier und mich. Du würdest als Köder herhalten? Es dürfte dir wohl schwer fallen, M hier dafür zu gewinnen. Wohl kaum. Geralt, ich würde dieser Schlampe nicht mal mein Frühstücksei anvertrauen. Zu Recht. Mit Eiern kann ich gar nicht. Aber bedenke, Radovid hört, dass du mich geschnappt hast. Wird er da nicht jede Vorsicht in den Wind schlagen? Wird er die Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Selbst? Eigenhändig? Kommt nicht in Frage. Geralt, bring sie hier weg, bevor mir der Sack platzt. Und dann müssen wir uns treffen. Mit unseren Freunden. Ich habe ein Lagerhaus am Hafen gemietet. Du musst unbedingt kommen. Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt ihr klar? Ja, danke für deine Hilfe. Und weg waren sie. Was denn jetzt mit der Kamera los? Disco Geralt. Ja, Freunde, ich würde sagen, ganz offensichtlich haben wir die Quest jetzt abgeschlossen. Und haben gleich eine neue dafür bekommen. Was ist denn... Warum? Warum? Egal, Freunde. Mit diesen Disco-Moves würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis morgen dann. Macht's gut, Nachbarn. Ciao.